Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem Kanal Juan der Spanier. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Juan und wir sprechen heute über erfundene Krankheiten, auch genannt in dem Fachbegriff das Münchhausen-Syndrom. Viel Spaß! Münchhausen-Syndrom, was ist das? Klingt irgendwie komisch, aber es kann sein, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Naja, die meisten Menschen von euch werden vielleicht schon mal was davon gehört haben, dass es Menschen gibt, die Krankheiten erfinden oder dass sie sie einfach nur erfinden, damit sie dann Aufmerksamkeit bekommen und dass sie sich damit dann einfach befriedigen und einfach sagen, oh, ich bin hier doch wertvoll. Aber es gibt tatsächlich diese Störung und diese Störung nennt sich in der internationalen ICD-Code-Qualifikation von der WHO Münchhausen-Syndrom. Genannt ist diese Krankheit nach dem berühmten Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Dieser junge Mann, den hat es tatsächlich gegeben und es ist keine erfundene Geschichte. Dieser Mann wurde im Jahr 1720 geboren in der Nähe von Braunschweig und seine Geschichten sind wirklich endlos. Es gibt ganz zahlreiche Bücher von ihm, von denen man nachlesen kann, was er denn alles so im Leben gemacht hat. Egal, ob er sich auf ein Pferd draufgesessen hat und damit den Kirchenturm abgerissen hat mit voller Wucht oder dass er mit einem Pferd zum Mond gereist ist oder dass er vielleicht gar sogar wie ist, Entschuldigung, meine Vögel sind gerade wieder aktiv. Überwenden Sie dich, hat er, glaube ich, nichts erzählt. Nun gut, ich hoffe, ihr entschuldigt. Oder dass er vielleicht sogar erzählt hat, dass er ein Messer rausgeholt hat, dass er das mit dem Harnstrahl im Eis entwickelt hat. Nun, seine Geschichten sind endlos. Jedenfalls ist diese Störung nach ihm benannt. Nun, viele von euch werden vielleicht sagen, das Münchhausen-Syndrom, naja, da gibt es auch den einen oder anderen, den kenne ich auch, der hat das auch. Das sind ja nichts anderes als Simulanten. Nein, ich sage euch, es ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen einem Simulanten und einem Menschen, der ein Münchhausen-Syndrom hat. Der Simulant simuliert oder tut etwas und erfindet vielleicht eine Krankheit oder irgendein Symptom, weil er vielleicht ganz direkt daran finanzielle Interessen hat oder das so seinen eigenen Vorteil gewinnt. Ganz anders der Mensch mit dem Münchhausen-Syndrom. Beim Münchhausen-Syndrom tut sich tatsächlich wirklich was an. Das kann psychischer Natur sein, das kann aber auch rein physischer Natur sein. Das heißt, ich kann euch verschiedene Beispiele erzählen. Das kann daran zum Beispiel liegen, dass ein Mensch mit Münchhausen-Syndrom Tabletten schluckt und dadurch erhofft, dass er durch erbrechen muss oder ein Magengeschwür kriegt oder dass er innere Blutungen bekommt und dann ruft er irgendwo an, ich habe das geschluckt oder sonst irgendwas, kommt dann ins Krankenhaus und wird dann behandelt. Ihm geht es aber in keinster Weise irgendwie darum, dass er jetzt irgendwie dadurch Geld oder irgendwelche anderen Dinge dazu bekommt. Der Simulant hingegen beim Fußballspielen, der hinfällt, damit er dann an Elfmeter bekommt oder so, den wir alle kennen, ist natürlich was ganz was anderes. Er kann aber auch ganz andere Symptome hervortäuschen. Dass er zum Beispiel, dass es ihm psychisch schlecht geht. Er behauptet, er habe Depressionen oder er möchte sich umbringen, obwohl er das vielleicht eigentlich so gar nicht vorhat. Er wünscht sich aber einfach nur in diesem Moment ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe. Was dann ganz auch zu bemerken ist und nicht zu vergessen ist, Menschen mit dem Münchhausen-Syndrom belasten unser Gesundheitssystem in der Bundesrepublik Deutschland und auch natürlich auch in den anderen Staaten der Welt wirklich sehr erheblich. Die Kosten sind anhand dieser Menschen sehr, sehr enorm und die Krankheitsaufenthalte, vor allem Krankenhausaufenthalte, sind immer wieder, sie kommen immer wieder voran. Und sie wechseln auch ständig von Arzt zu Arzt, tun sich wieder was an, schlitzen sich auf oder drohen mit Desmosis oder am Krebs etc. Nun, jetzt wirst du vielleicht mich fragen, ja Juan, wie bekommt man so eine schwerwiegende psychische Störung, die ich jetzt und auch die Mediziner eigentlich weder noch in den psychotischen Formenkreis einordnen kann, weil es ist nicht psychotisch. Aber es ist neurotisch? Ja, nein, es ist aber auch nicht neurotisch. Also es ist schwer, das irgendwo in eine Schublade hineinzuführen. Aber die Ursachen sind tatsächlich nicht ganz geklärt. Man vermutet aber heute, dass es daran liegt, dass viele Kinder, also diese Menschen in der Kindheit, sehr wenig Aufmerksamkeit von ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Umfeld bekommen haben. Viele wurden vielleicht auch in der Schule gemobbt. Also man weiß es wirklich tatsächlich nicht, wo es daraus hingeht. Man hat aber auch herausgefunden, dass viele Menschen, die das Münchhausen-Syndrom haben, sich Kinder, also Eltern getrennt haben. Sprich, es gab eine frühe Scheidung oder ist ein Ehepartner, also sprich die Mutter oder der Vater oder beide gestorben. Viele Kinder, hat man auch in Studien herausgefunden, hatten wirklich ganz viel mit schlimmen Krankheiten der Eltern zu tun. Ob das jetzt aber wirklich daran liegt, ist bis heute nicht ganz geklärt. Persönliche Erfahrungen, ja,
Ja, ich habe persönliche Erfahrungen gemacht, aber nur eine. Ich habe tatsächlich mal einen Menschen kennengelernt mit dem Münchhausen-Syndrom, weil es ja wirklich sehr selten ist, aber ich wusste es auch nicht zum damaligen Zeitpunkt, dass er diese Störung bzw. diese Krankheit hat. Er war wirklich ein sehr guter Freund von mir, er ist mir auch sehr ans Herz gewachsen und man kann eigentlich schon so beschreiben, dass es eine sehr tiefe, vertrauenswürdige Freundschaft war. Viele Menschen kennen mich auch noch von früher, als ich die 1-Million-Gruppe hatte im Mainstream und kennen mich auch aus damals, wie ich diese Gruppe aufgebaut hatte. Und da hatte ich einen sogenannten Mitarbeiter, also auch Admin, dessen Name jetzt an dieser Stelle ich nicht sagen möchte, weil man das auch nicht macht. Aber er hatte auf jeden Fall sehr gründliche Ähnlichkeiten mit dem Baron, aber wie gesagt, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen an dieser Stelle. Nun zu dieser Geschichte. Ich wäre es mir sehr ans Herz gewachsen. Ich wiederhole mich, glaube ich, schon, vertrauenswürdige Beziehung, aber er hat mir immer wieder erzählt und gesagt, dass er an verschiedenen Syndromen leidet, wie dass der Darm verstopft ist und wieder mal was im Krankenhausaufenthalt und mir hat das immer leid getan, weil er doch irgendwie immer so krank war und kränklich und es war eigentlich immer physischer Natur. Und er hat auch rausblicken lassen, dass er in der Schule früher gemobbt wurde wegen seiner Akne und seinen Pickeln und so weiter, was ich persönlich immer sehr traurig und schade fand. Und dann kam der Tag X in meinem Leben, in der Geschichte meiner Gruppe Mainstream mit den 1 Million Mitgliedern. Es kam die Diagnose Krebs. Ja, der Herr Büth hat Krebs. Für mich schlimm. Die Welt ist in mir total zusammengebrochen und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir sind nicht die Tränen gekommen und ich habe wirklich geweint. Meiner Frau sind auch die Tränen gekommen, weil sie ihnen auch sehr nahe stande. Und es ist beiden sehr dreckig gegangen. Wir konnten es nicht fassen. Er wird sterben, er wird von uns gehen. Ja, gibt es denn überhaupt noch eine Hoffnung? Kann man irgendwas machen? Nein, man kann nichts tun, man kann nichts machen. Es hat sich alles geklärt und er habe ja schon Metastasen, die schon in der Leber drinnen sind. Sie sind bereits ans Hirn gewandt und an das Blut und die Ärzte haben gesagt, sie geben ihm noch so circa 3 Monate. Für mich war das alles schlimm, war er doch so ein guter Freund. Entsetzlich. Grauenhaft. Wir wollten es nicht wahrhaben. Meine Frau und ich haben sämtliche Dinge in Bewegung gesetzt und haben versucht, seine Träume zu erfüllen. Er hat mir mal davon erzählt, dass sein großer Traum es wäre, einmal an den Nürburgring zu fahren. Einmal mit einem Audi Karacho da runterfahren, mit einem RS6 am besten und 300 km/h. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, habe Spendengelder organisiert. Alles natürlich hinter seinen Rücken, um in diesen Traum zu verwirklichen und auch zu ihm hinzufahren. Und auf einmal, von heute auf morgen, hat einfach den Kontakt abgebrochen. Er hat mich von WhatsApp blockiert, Facebook, alles was so. Die sozialen Medien sind und man hat von ihm nichts mehr gehört. Er war tatsächlich von der Bildfläche verschwunden. Ganz wie es auch in Wikipedia drinnen steht oder in den anderen Fachbüchern, werden Menschen mit Münchhausen-Syndrom entlarvt, dass es eine Lüge war, brechen sie den Kontakt ab. Warum? Es entsteht ein furchtbares Schamgefühl. Aber sie können nicht anders. Es ist eine Krankheit. Ihr Verhalten ist tatsächlich zwanghaft. Sie brauchen Aufmerksamkeit anhand dieser Störung. Und das habe ich persönlich an mir erlebt. Nun, was ich noch dazu sagen kann, erstaunlicherweise war das dann in diesem Fall sogar dann so traurigerweise, dass er dann irgendwann mal nach einem Jahr irgendwann mal wieder in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Und ich dachte eigentlich schon an das Schlimmste. Er ist vielleicht schon von uns gegangen, weil er mich ja überall geblockt. Ich habe ihn dann angeschrieben und dann kamen auch noch sehr desaströse Beleidigungen an meine Person, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Ich soll ihn doch in Ruhe lassen und nicht, er hat mich ja, das ist alles egal, etc. Hat mich sehr schwerwiegend beleidigt, also rotzefrech, also richtig so Straßensprache, so wie ich ihn eigentlich gar nicht kannte, weil er eigentlich immer sehr seriös war. Aber damals wusste ich gar nicht, wie krank er eigentlich wirklich im Kopf ist, also dass er praktisch eine psychische Störung hat. Ja, das sind meine persönlichen Erlebnisse zum Münchhausen-Syndrom. Wichtig zu wissen ist, es gibt auch eine seltene untere Form des Münchhausen-Syndroms, die meines Erachtens und meines Wissens die Person, die ich kannte, Gott sei Dank nicht hatte, eine sogenannte artifizielle Störung. Diese artifizielle Störung, die sich in der Sonderform unterordnet, ist meines Erachtens dann eine sehr, sehr gefährliche Störung, weil bei dieser Störung verletzen die meistens bei Frauen, 80% der Frauen auftritt, verletzen diese Frauen auch ihre eigenen Kinder.
Das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass sie sie ritzen, es kann sein, dass sie ihnen Gift geben, Tabletten geben, rasen dann ins Krankenhaus, mein Kind geht so schlecht, aber sie wollen das Kind eigentlich nicht umbringen, sondern sie wollen, dass das Kind behandelt wird, dass es eine Operation kriegt und nach der Operation möchten sie sich dann liebevoll um das Kind kümmern, obwohl sie eigentlich vorher erst den Flächenbrand gelegt haben. Schlimm sowas, oder nicht? Findest du das nicht auch schlimm? Ja, es ist wirklich sehr, sehr schlimm und ich finde das, ja, es ist schwierig, was man mit solchen Menschen macht. Medikamente? Nein, Medikamente kann man gegen so eine Störung nicht geben. Was will man gegen so eine Störung hingeben? Tatsächlich ist es so, therapiert ist ganz klar die Psychotherapie. Die Therapie besteht aus der Psychotherapie. Ob das jetzt nun eine Verhaltenstherapie ist oder eine tiefenpsychische Therapie, ich bin der Meinung, man sollte beides kombinieren. Vielleicht aber ein bisschen mehr auf die verhaltenstherapeutische Ebene. Nun, es ist so, es hat sich aber in der Praxis so erwiesen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, mit so einem Patienten in Kontakt zu treten, in der Interaktion. Und dann ist es nämlich in der Praxis so, wenn man mit diesen Menschen in Interaktion tretet und dann die ersten Lügen auftreten, dann ist es tatsächlich so, dass sie aufstehen und dann gar nichts mehr von der Therapie oder von der Person X wissen wollen, weil sie dann tatsächlich so starke Schamgefühle bekommen, dass sie es nicht aushalten. Was irgendwo, aber jetzt auch wieder anhand außerhalb auch der Störung verständlich ist, wenn dir einer die ganze Zeit deine Lügen aufdeckt, was du getan hast, dass du gar keinen Krebs hattest und dein Umfeld hat darunter gelitten, dann ist das natürlich mit ganz viel Scham besetzt. Deswegen ist es nahezu unmöglich, oder ich sage jetzt nicht unmöglich, das kann man nicht sagen, aber es ist schwierig, Menschen mit einem Münchhausen-Syndrom zu behandeln. Also was mich jetzt persönlich wirklich sehr interessieren würde, ist, kennst du jemanden mit dieser Störung, Münchhausen, oder bist du vielleicht einer mit dieser Störung, der gar nicht wusste, dass das Münchhausen-Syndrom heißt, sondern der einfach nur aus deinem Umfeld gehört hat, der erfindet immer Krankheiten, die nicht stimmen? Das würde mich wirklich sehr brennend interessieren. Schreib das bitte unten unter die Kommentare drunter. Man kann auch gerne mal darüber diskutieren oder vielleicht mal zu seinen eigenen persönlichen Erfahrungen auch mal hier auf YouTube einen Livestream über dieses Thema machen. Danke fürs Zuschauen. Das war's auch wieder schon von heute von Juan. Mich hat's gefreut, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Bis dann, macht's gut. Ciao.